Und Jan bringt den Antrag ein und im Anschluss haben wir dann eine begrenzte Debatte dazu. Ja. Bitte Jan, du hast das Wort. Ja. Liebe Genossinnen und Genossen, im Vorfeld des Landesparteitags bin ich gefragt worden, brauchen wir denn schon wieder einen Leitantrag? Ich bin gefragt worden, müssen wir das, was wir schon oft aufgeschrieben haben, denn nochmal aufschreiben? Und ich möchte euch sagen, in Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit in unserem Land, in Europa und global, in Zeiten, in denen die Kriegsgefahr, Aufrüstung und militärische Auseinandersetzungen zunehmen, in Zeiten, in denen die Existenz der Menschheit durch den von Menschen gemachten Klimawandel bedroht ist, ja, da ist es doch unsere Aufgabe, unsere Position, die wir als Hessische Linke schon oft festgeklopft haben, unsere konsequenten Positionen für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und Abrüstung und auch für einen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft, dass wir die auch klar und erneut wieder benennen und aufschreiben, liebe Genossinnen und Genossen. Wir können sie nicht oft genug sagen. Und Dietmar hat es doch angedeutet, die Linke ist in keiner einfachen Situation. Auch die Linke ist in schwierigen Zeiten. Und ich sage euch ganz deutlich, auch ich bin diese Debatte satt, welche Bevölkerungsgruppen wollen wir als Linke eigentlich ansprechen. Ich möchte alle erreichen, ob Menschen in lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnissen, Menschen, die als Erwerbslose an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden oder auch junge Menschen in den Städten und in den urbanen Zentren. Ich will, dass wir mit allen gemeinsam für gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen, um diese Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Und das war auch immer die Position der Hessischen Linken. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir können doch auch etwas beitragen zu der allgemeinen Debatte. Viele von uns hat es gestört, dass die Linke in den letzten Jahren oft damit beschäftigt schien, sich vor allem selbst miteinander zu beschäftigen. Und worauf ich immer stolz war, dass es uns als Hessischer Landesverband doch gelungen ist, gemeinsam klare Positionen zu beziehen, unseren inhaltlichen und internen Streit unter uns zu führen und aber gemeinsam in der Öffentlichkeit mit dem politischen Gegner zu kämpfen. Und auch das ist quasi die Handschrift, die dieser Leitantrag trägt. Und ich glaube, daran sollten wir als Hessische Linke gerade jetzt festhalten. Das ist auch das, was wir in die bundesweiten Debatten tragen können, liebe Genossinnen und Genossen. Und der Leitantrag schlägt auch vor, unser politisches Profil weiter zu schärfen, unseren Markenkern als Partei der sozialen Sicherheit zu verfestigen. Und ja, der Kampf gegen Niedriglöhne, gegen Leiharbeit, dagegen, dass Erwerbslose an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Das, liebe Genossinnen und Genossen, dafür sind wir gegründet worden als Linke. Das ist unsere Identität und das wird für immer im Mittelpunkt unserer politischen Arbeit sein. Nicht nur im Parlament, sondern eben auch an der Seite der Gewerkschaften und der Erwerbsloseninitiativen. Und an dieser Stelle, weil es heute noch nicht gesagt wurde, einen solidarischen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen in der Reinigungsbranche, an die Gebäudereiniger, die unter widrigen Bedingungen schuften müssen und die in den letzten Wochen für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne gekämpft haben. Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt unser aller Solidarität. Und wir wollen nicht weniger, und auch das kann nicht oft genug gesagt werden, wir wollen nicht weniger als die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze überwinden, um den Sozialstaat wiederherzustellen. Und nicht nur, weil wir für alle ein menschenwürdiges Leben wollen, sondern weil das eben auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Rechtsentwicklung in unserem Lande ist. Mit unserem Kampf für soziale Sicherheit, der ist wichtig, um rechte Hetze in die Schranken zu verweisen und weil nämlich die Abstiegssorgen den Nährboden bilden, auf dem Stimmungsmache und Hetze gedeihen. Und deswegen ist der Kampf um die Wiederherstellung des Sozialstaats und um soziale Sicherheit ein wichtiger Faktor im Kampf gegen rechts, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir haben beschlossen, dass wir als Partei den sozialökologischen Umbau auch als Schwerpunkt auf diesem Parteitag haben werden. Wir sagen was dazu im Leitantrag, wir sagen was dazu in dem ökologischen Antrag. Und ich finde, das ist völlig zu Recht, sagen wir, die Linke ist die Partei, die das Klima vor dem Kapitalismus schützt. Aber seien wir doch ehrlich, wir diskutieren dieses Thema heute hier so prominent, weil seit Monaten weltweit
Hunderttausende junge Menschen auf dem ganzen Planeten entschieden auf die Straße gehen. Und es ist doch der Verdienst dieser jungen Menschen und der Fridays for Future Bewegung, dass wir jetzt auch dieses Thema hier auf unsere Tagesordnung gesetzt haben und dass überall über das Klima diskutiert wird. Das ist das Verdienst der jungen Leute, liebe Genossinnen und Genossen. Und es ist ja völlig richtig, dass wir rasche Maßnahmen brauchen, um die Folgen des menschengemachten Klimawandels aufzuhalten. Aber über die Art der Maßnahmen, darüber müssen wir uns mit den anderen politischen Kräften, mit den politischen Gegnern streiten, weil wir zu dieser Debatte einen spezifischen, einen sozialen, einen linken, einen sozialistischen Ansatz beizutragen haben. Und vor wenigen Tagen hat eine DIW-Studie ergeben, dass die Maßnahmen der Großen Koalition, die CO2-Steuer und CO2-Bepreisung, die ist eben sozial ungerecht. Sie belastet untere Einkommen mehr als höhere. Und deswegen bedeutet das Klimapaket der Bundesregierung, das ist nicht nur sozial ungerecht, es hilft auch nicht, den Klimawandel aufzuhalten. Und das ist keine Klimapolitik, die wir wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Linke Klimapolitik zieht die Verursacher zur Verantwortung. Über 2/3 der globalen Emissionen werden von 100 transnationalen Konzernen verursacht. Und die müssen wir zur Kasse bitten. Die müssen wir zu Veränderungen zwingen, statt für normale Familien und Menschen mit wenig Geld Heizen oder Strom teurer zu machen. Und wenn wir energetische Sanierungen wollen, auch in öffentlichen Wohnungsbaubeständen, dann ist es doch die Aufgabe der Linken zu sagen, ja, die wollen wir, aber die müssen warm mietneutral erfolgen, damit nicht die Ärmsten der Armen für die falsche Klimapolitik der letzten Jahrzehnte zahlen müssen. Das ist die Handschrift der Linken. Und wir wollen den motorisierten Individualverkehr überwinden. Aber klar ist, auf dem Land sind viele Menschen auf das Auto angewiesen, weil eben kein Bus mehr fährt. Und sie werden nicht deswegen auf das Autofahren verzichten, weil das Benzin teurer wird. Und deswegen brauchen wir einen radikalen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Wir müssen die Bahnstrukturen reaktivieren, alte Bahnstrecken reaktivieren, neue bauen. Und wir müssen Schluss machen mit Liberalisierung und Privatisierung, auch im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Ich bin in diesem Jahr mit einem Marburger Busfahrer einen Tag unterwegs gewesen, der von rassistischen Angriffen bedroht war. Ich habe mir die Arbeitsbedingungen angeschaut. Und wenn wir sagen, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, dann müssen wir auch an die Kolleginnen und Kollegen denken, die tagtäglich Mobilität für Millionen Menschen möglich machen und für gute Bedingungen im öffentlichen Nahverkehr kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sind solidarisch mit den Aktivistinnen und Aktivisten, die seit Jahrzehnten wie die Bürgerinitiativen in Mittelhessen gegen den Weiterbau von Autobahnen kämpfen. Weil wir wissen doch, wer mehr Straßen baut, wer mehr Straßen sät, der wird Verkehr ernten. Und das ist auch klimapolitisch der völlig falsche Weg. Und deswegen sollten wir auch hier als Landesparteitag solidarische Grüße an die Besetzer im Dannenröder Wald senden, die über 300 Jahre alte Bäume besetzt haben, um sie gegen eine schwarz-grüne Landesregierung zu verteidigen, die Autobahn weiterbauen will. Wir wollen nicht neue Autobahnen, wir wollen den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und weil es der Kollege vom DGB, der liebe Ulf, heute Morgen angesprochen hat. Und wir bleiben natürlich dabei. Klar ist, es reichen nicht einzelne Stellschrauben und kleine Reformchen. Wer die Menschheit vor dem Klimawandel retten will, der darf den Kapitalismus nicht einfach nur grün anstreichen, sondern der muss die kapitalistische Logik als solche überwinden. Für uns gilt die Losung der Bewegung System Change, not Climate Change. Und deswegen braucht uns, liebe Genossinnen und Genossen, doch auch niemand erklären, wir sind die Partei, die die Eigentumsfrage stellt. Wir stellen die Frage, wem gehört was in unserer Gesellschaft? Wer erarbeitet denn den Reichtum und wer schöpft den Rahmen ab? Das ist die Kernfrage linker Bewegung, spätestens seit Marxens Zeiten. Und deswegen werden wir uns nicht damit abfinden, dass börsennotierte Konzerne ihre Renditen aus Geschäften mit Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und Wohnungen machen. Wir wollen das öffentliche Eigentum stärken, Schluss mit Privatisierung und Schluss mit der fortwährenden Enteignung von Mietern
durch Mietenwahnsinn, durch steigende Mieten zugunsten von international agierenden Wohnungskonzernen. Und deswegen arbeiten wir Seite an Seite mit Mieterinitiativen, mit Stadtteilgruppen. Und es war die Linke, die in Berlin, aber auch in Hessen den Mietendeckel auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und während CDU und Grüne im Vogelsberg Landwirte enteignen wollen für den Bau von Autobahnen, fordern wir die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen, die Profite machen mit den Mietzahlungen der Mieterinnen und Mieter, indem sie sie auspressen. Und in dem Sinne vielen Dank an die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die die Eigentumsfrage so konsequent wie seit Jahren nicht mehr in die öffentliche Debatte getragen hat, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen ist auch das ein Kernpunkt in unserem Antrag. Ja, wie das Leben so ist, die Zeit scheint sich, sozusagen meine Redezeit scheint sich dem Ende zuzuneigen. Deswegen kann ich leider zu einigen Punkten gar nichts mehr sagen, will noch mal im Leitantrag nur abschließend darauf hinweisen. Wir blicken auf die gesellschaftlichen Probleme in diesem Land, aber wir wissen auch, eine Stärke der Linken in Hessen ist und war auch die Arbeit in den kommunalen Parlamenten für unsere gesellschaftliche Verankerung und für die politische Ausstrahlung der Partei. Deswegen werden wir in den nächsten kommenden Monaten dafür sorgen, dass die Vorbereitung der Kommunalwahl einen wichtigen Stellenwert in unserer Arbeit bekommt. Nicht, um bei Wahlen zum Selbstzweck besonders gut abzuschneiden, sondern um damit die Grundlage zu legen, unsere gesellschaftliche Verankerung auszubauen, unseren Kampf um verbesserte Lebensbedingungen gegen den Klimawandel und auch für Frieden und Abrüstung auch vor Ort besser sichtbar zu machen. Und ich freue mich darauf, mit euch allen diese Vorbereitungen anzupacken. Vielen Dank. Vielen Dank, Jan, für die Einbringung des